So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute eine Runde Dune Imperium zusammen mit der Erweiterung Rise of EX und das ist mein Top 2 Spiel auf der Liste der besten Solo-Spiele, auf meiner persönlichen Liste. Die habe ich euch mit Ben vom Brettspielblog gemeinsam auf seinem Kanal vorgestellt, Link ist oben in der Ecke und ich hatte dann gesagt, dass ich zu jedem Spiel noch einmal von der 10 abwärts bis zur 1 ein eigenes neues Let's Play mache. Jetzt also Platz Nummer 2, Dune Imperium. Und den Schachtel legen wir mal beiseite. Ich habe auch bereits einiges aufgebaut. Die Erweiterung Rise of EX ist mit drin. Wir haben also hier über dem Hohen Rat und der Mafia-Gesellschaft nochmal eine Abdeckung, ein weiteres Board darüber gelegt und dann hier das Tech-Board für den Planeten EX, wo es dann Technologien zu erwerben gibt. Ich habe, wie gesagt, vorbereitet. Ich selbst werde spielen den Prinz Rombur Vernius. Der hat die Eigenschaft, dass seine Schlachtschiffe, die kommen später zum Einsatz, die Kampfstärke von 4 statt 3 haben und dass er mit seinem Siegelring eine Technologie erwerben kann oder einen Verhandlungsführer auf den Planeten EX schicken kann. Als Gegner habe ich mir ausgesucht Glossu die Bestie Raban aus dem Grundspiel und Graf Ilban Richese, ebenfalls aus dem Grundspiel. Die habe ich zufällig gezogen, tatsächlich. Es wären eben auch Anführer aus der Erweiterung möglich gewesen. Da gibt es neue Anführer neben dem Prinz Rombo Vernius. Die seht ihr hier. Allerdings sind nicht alle davon als Solo-Gegner geeignet. Das sind meines Wissens, wenn ich das richtig gelesen habe, lediglich der Graf Hundro Moritani und das müsste es gewesen sein. Ja, der Prinz Rombo Vernius, glaube ich, selbst auch. Aber den hatte ich mir selbst rausgesucht. Also, man kann das beliebig mischen. Man erkennt auch tatsächlich die Inhalte der Erweiterung, egal was es für Inhalte sind, im Vergleich zum Grundspiel an einer besonderen Markierung. Ich zeige sie euch. Ihr seht hier eine kleine, zwei kleine Punkte, zwei kleine Rhomben, Rechtecke, schräggestellt. Die sind hier unten rechts in der Ecke angebracht auf dieser Karte und sie sind auch auf jeder Spielkarte, egal ob sie im großen Deck ist, bei den Intrigenkarten, bei den Konfliktkarten oder bei den Anführern ebenfalls angebracht, sodass man das also auch sauber trennen kann. Apropos Konfliktdeck, das habe ich vorbereitet. Wir haben einen Konflikt der Stärke 1, dann 5 Konflikt 2 Karten, von denen insgesamt noch weitere 4 schon mal oberhalb der neuen Anführer für unsere Gegner liegen, für unsere Rivalen. Und darunter liegt dann noch ein Konflikt 2, eine Konflikt 2 Karte und dann weitere 4 Konflikt 3 Karten. Es gibt auch aus der Erweiterung neue Konfliktkarten, die wir die wir mit ins Spiel nehmen können. Dann habe ich vorbereitet ein Solo-Spiel auf dem einfachsten Level. Moment, ich schaue gerade, das ist hier, das Söldner-Level für Anfänger. Ich möchte euch ja das Spiel erklären und nicht jetzt hier unbedingt knobeln und kniffeln müssen, wie wir das mit dem höheren Schwierigkeitsgrad rauskriegen. Dann habe ich schon mal ausgelegt eine Marktauslage, hier links auf der Seite von 1 bis 5 die Karten, hier oben der Nachziehstapel, die Intrigenkarten zum Nachziehen, die Ressourcen liegen bereit. Ich selbst habe als Startressourcen aufgrund des Schwierigkeitsgrades des Einfachen neben dem Wasser, was wir alle haben, noch ein Solari und ein Spice bekommen, liegen auch hier. Das hier sind die Rundenübersichten, die kann ich als Referenz benutzen, werde ich vielleicht mal in Fragestellung drauf zurückkommen. Die Grundeinstellung ist vorgenommen, alles liegt auf dem Board. Ich habe 3 Armeen in meiner Garnison, während das die Rivalen nicht haben. Auch das ist Bestandteil des Anfängerschwierigkeitsgrades. Und ihr seht hier 2 Würfel, ganz normale D6, sechsseitige Würfel. Die habe ich mir aus irgendeinem anderen Spiel rausgenommen, denn die gehören jetzt zum Spiel im Sinne davon, dass wir für die Rotation der Marktauslage nach einem Aufdeckzug, nach unserem Aufdeckzug würfeln. Das ist etwas, was mit der Erweiterung jetzt als Regel ganz normal hinzugekommen ist, als Erweiterung für das Solospiel. Ich kann also nach dem Aufdeckzug würfeln und die Karten, deren Nummern ich würfle, die werden ausgetauscht. Bei einer 6 wird keine ausgetauscht. Das sorgt für eine gewisse Rotation im Markt, während das die Haus-Hagal-Karten, die ich für das Solospiel verwende, nicht tun. Man konnte es machen in der App von Direwolf, die Game Room App, die das Ganze auch ersetzt, das Haus-Hagal-Deck. Die bietet zusätzlich das Ereignis Sturm im Imperium und
nennt einem dann, ich glaube, zwei Karten immer, die man austauschen kann oder soll. Und diese Rotation hat man hier nicht, also machen wir sie mit den Würfeln. Deswegen habe ich die Würfel als Erinnerung hier neben die Spielezüge gelegt, so dass wir da immer versuchen, dran zu denken. Müssen wir dann aber auch. Hier oben liegen die Technologien, ein neuer Bestandteil der Reis auf X Erweiterung. Das sind Plättchen, die entweder einmalige oder dauerhafte Effekte haben. Die können erworben werden über den Besuch dieses Feldes, den Besuch dieses Feldes oder das Erreichen der höheren Frachtstufe. Und in diesem Falle, wenn ich etwas erwerben kann für Spice, bekomme ich etwas und kann danach etwas tun. Das sind, ich glaube, 3x6, 18 Technologieplättchen, um die es hier geht. Meine Rivalen, die Solospieler, können nicht jedes Technologieplättchen erwerben, sondern nur die, die hier rechts unten ein Haus-Hagal-Symbol haben. Das ist das gleiche Haus, gleiche Symbol wie hier auf der Karte. So, diese Plättchen geben dann auch meinen Rivalen Effekte. Die Schlachtschiffe kommen dann als Truppen hier rein. Alles andere hoffe ich euch im ganzen Spielverlauf erklären zu können. Ganz grundsätzlich, wir decken einen Konflikt auf, um den es dann hier in der Wüste geht, um den wir kämpfen können mit unseren Truppen, die wir aus der Garnison in den Konflikt setzen. Am Schluss, oder wie wir die Kampfstärke hier vergrößern, versuchen wir über Worker Placement, über unsere beiden Agenten, die wir als Anführer kontrollieren, mit der Möglichkeit, später einen dritten Agenten hinzuzubekommen. Die setzen wir auf den Feldern ein. Das können wir aber nur tun, wenn wir das entsprechende Symbol hier auf der Karte auch haben. Und diese Karten, dieses Startdeck ist für jeden menschlichen Spieler symmetrisch. Das heißt, es sind immer die gleichen 10 möglichen Startkarten, von denen wir uns 5 auf die Hand nehmen. Das Haus Hagal-Deck ist aber das Automa-Deck für die beiden Rivalen, die ich hier spiele. Und leider ist es so, dass die Rivalen beginnen als Startspieler. Wir versuchen, unseren Einfluss bei den Fraktionen der Fremen, der Bene Gesserit, der Raumgilde und dem Imperator zu erhöhen, bekommen hier Punkte. Wir versuchen, die Konflikte zu gewinnen, können auch darüber Punkte bekommen. Und wer als erster 10 Punkte erreicht, löst das Spielende aus. Und danach wird dann noch geschaut, ob es weitere Intrigenkarten gibt, die punkterelevant sind oder ob man andere Karten hat, die zu Punkten führen. Auch Techplättchen können Punkte geben. Und das wird dann zusammengezählt, wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Gut, wir schauen, wie es weitergeht. Wir fangen an mit dem Konflikt. Es geht um einmal das Frachtschiff bewegen und ein Spice im Vergleich zu 3 Solari. Da wir 3 Spieler sind, wird der dritte Platz nicht ausgespielt, sondern nur der erste und der zweite Platz bekommen etwas, wenn 2 Spieler im Konflikt identische Stärke einsetzen. Damit der Konflikt unentschieden ausgeht, teilen die sich den schlechteren der beiden Plätze. Das heißt, dann bekommt jeder dann 3 Solari, anstatt dass einer diesen ersten Preis bekommt. Gut, dann schauen wir mal, was ich für Karten hier gezogen habe. Ich fange leider nicht an, aber ich kann ja schon mal drauf gucken. Ich kann auf die Städte auf Arrakeen gehen. Ich habe den Hohen Rat, nochmal den Hohen Rat und 2 Karten, die mir, das sind Dual-Use-Karten sozusagen, die haben 2 Zwecke. Nämlich einmal mir zu sagen, wohin ich mit meinem Agenten gehen kann und einmal mir zu sagen, was ich im Aufdeckzug erreichen kann. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Also Hohe Rat 2-mal und einmal Stadtgebiet. Wir sind aber noch nicht dran. Wir ziehen für den Glossu die Bestie Raban die erste Karte und wir tun exakt das, was auf der Karte steht für die Rivalen im Solo, nicht das, was auf den Feldern zu sehen ist. Da muss man noch drauf aufpassen im Solo-Modus. Wir schauen also. Interstellare Fracht. Ein Gegner geht hier auf interstellare Fracht. Da will er eigentlich hin. Er hat aber nicht 2 Einfluss auf der Raumgilde, sonst kann er das Feld nicht besuchen. Decke eine neue Karte auf. Gut, dann bleibt die auf der Ablage. Nächste Karte. Zähe Krieger. Also er geht hier zu den Fremen. Bekommt auch den Einfluss bei den Fremen, das ist der gelbe Spieler, und bekommt 2 Truppen. Es ist ein Kampffeld, das heißt, er setzt sie auch direkt in den Konflikt ein. Damit ist der grüne Spieler dran. Das Ganze geht so lange, bis keiner mehr Agenten hat, die er einsetzen kann, und dann kommen die entsprechenden Aufdeckzüge. So, der grüne Spieler geht nach Arrakeen, das ist hier.
bekommt eine Truppe, das ist auch ein Kampffeld, also geht auch die in den Konflikt und nutzt seine Segelringfähigkeit. Das heißt, wir schauen hier auf die rechte Seite der Anführerkarte und da sehen wir, er bekommt einen Solari. Und jetzt sind wir dran. Jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Wir haben einen Solari, können also im hohen Rat nichts ausrichten, da brauchen wir 5, 2 oder 8. Eigentlich können wir diese beiden Karten gar nicht nutzen, es sei denn, wir gehen hier oben hin. Was hätten wir dort? Da haben wir die Tech-Verhandlungen. Da könnten wir uns mit dem einen Spice tatsächlich sogar schon und dem einen Rabatt hier das Windfallenplättchen kaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann bekämen wir damit sogar Wasser. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, auf die Städte zu gehen und damit etwas zu gewinnen. Jo, dann versuchen wir das mal. Wir gehen tatsächlich aber zuerst mal auf die mit der Dolchkarte. Die liegt jetzt im ausgespielten Bereich. Gehen wir mit unserem Agenten hier zu den Tech-Verhandlungen und kaufen uns für 1 Preis weniger, also nur für 1 Preis, die Windfallen. Dann schauen wir uns an. Wir decken aber erst das nächste Plättchen auf. Checken nochmal, es gibt mindestens ein Plättchen mit dem Haus-Agal-Symbol, sodass Rivalen etwas kaufen können. Das heißt, wir müssen nicht nachziehen. Die Windfallen geben uns jetzt beim Erwerb schon ein Wasser. Das heißt, wir haben 2 Wasser. Und wenn du einen Konflikt gewinnst, bekommst du zusätzlich ein Wasser. Das ist jetzt ein dauerhafter Effekt. Gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, ob wir das brauchen können. So, aber das war schon unser Agentenzug. Dann ist der nächste Rivale wieder dran. Es geht ja im Kreis. Der geht nach Karthag. Karthag ist hier. Und bekommt eine Truppe in den Konflikt. Und dann geht es weiter mit Grün. Grün möchte Spice ernten. Er entsendet den Agenten auf das Feld mit dem meisten Bonus-Spice. Das gab es bisher noch nicht. Und dann damit auf das Feld, Moment, falls auf keinem Feld Bonus-Spice liegt, decke eine neue Karte auf. Gut, dann kommt es hierher zum Faltraum. Das heißt, er kriegt einmal hier Einfluss. So, dann sind wir mit unserem zweiten Agenten dran. Und jetzt müssen wir schauen, was wir tun können. Wir können immer noch einmal zum Hohen Rat, haben aber nicht genug Spice. Und das Einzige, was wir jetzt tatsächlich noch tun können, da sind wir etwas eingeschränkt. Wir schauen aber mal. Wir können tatsächlich hier zum Forschungszentrum, denn wir haben die 2 Wasser, die wir dafür brauchen. Also machen wir das auch. Mit der Aufklärungskarte zum Forschungszentrum, geben die 2 Wasser ab, können jetzt Truppen in den Konflikt einsetzen und zwar maximal 2 Stück, denn wir bekommen keine neue, können aber nachsetzen mindestens oder bis zu 2 Truppen. Und die setze ich auch ein, denn ich weiß, die anderen bleiben bei 3 und 1. Ich werde also Zweiter in den Konflikt und kann mir damit mindestens ein paar Solari verdienen. Schauen wir mal, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Wir können aber jetzt auch noch 3 Karten ziehen. 1, 2, 3. Da ich die nachher in meinem Aufdeckzug verwenden kann, sind das jetzt also Punkte, um mir neue Karten aus der Auslage zu kaufen. Dann werden wir sehen, ob das funktioniert. Habe ich jetzt auch noch auf meiner Hand. Wir gehen erstmal reihum. Ob das weitergeht, hier gibt es keinen Agenten mehr, also macht der Spieler seinen Aufdeckzug. Er hat also jetzt, ja, er hat ja nichts, wo er Karten nachkauft in dem Moment, aber er hat jetzt eine Kampfstärke von 3 mal 2 Schwertern, macht 6. Grün macht seinen Aufdeckzug, hat eine Kampfstärke von 1x2. Und jetzt machen wir unseren Aufdeckzug und wir gucken mal, was wir haben.
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einfluss. Das hier ist auch noch ein Einfluss oder 8. Ja, Überzeugung heißen die bei den Regeln bei diesem Spiel. 8 Überzeugung. Damit können wir uns eine ziemlich teure Karte kaufen. Leider nicht das Beiß muss fließen, um uns Siegpunkte zu erwerben. Aber wir haben hier eine recht große Auswahl. Wir können uns 2 Karten kaufen. Und die kommen auf den Ablagestapel. Was hätten wir denn da Schönes? So ein Kanonenzopter ist eigentlich immer gut. Und ja, so ein Spice-Schmuggler ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber dafür müssten wir an das Spice kommen. Kommen wir grundsätzlich mit dem Kanonenfopter? Die Genmanipulation würde uns zu den Bene Gesserit so ein bisschen näher bringen. Und hier haben wir die Landerechte, um mit dem Frachtschiff was zu tun. Auch nicht so schlecht. Ich versuche das dieses Mal mit dem Spice-Schmuggler. Obwohl, das bringt mir nicht viel. Ich habe jetzt 4 ausgegeben. Nein, wir machen das mal anders. Wir machen das mit den Landerechten. Wir versuchen über das Frachtschiff weiter mehr zu verdienen. So, damit sind die auch ausgespielt. Und wir haben hier noch ein Schwert. Das zählt zu unserer Kampfstärke dazu. Die zählt 4 plus ein Schwert sind 5. Damit haben wir das Ganze für den Konflikt vorbereitet. Den müssen wir jetzt austragen. Wir haben hier noch Schwerter für den Glosso di Bestia Raban, sind keine dabei. Und für Grün haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Haben wir 4 Schwerter. Damit werde ich Letzter. Okay, na gut, doch nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe. Dann bekommen tatsächlich die beiden Rivalen den zweiten Platz, jeder. Das heißt, jeder bekommt 3 Solari. Und die Konfliktkarte geht einfach mal zur Seite. Ich würde gerne die Konflikte, die ich selber gewinne, bei mir sammeln, damit wir dann später nochmal eventuell nachvollziehen können. So, was müssen wir noch beachten? Die Rivalen kommen weg in die Armeen kommen weg in die Vorräte. In der Garnison verbleibt mir eine Armee. Der Kampfwert kommt zurück. Die gespielten Karten kommen auf die Ablage. Und was wir jetzt noch tun müssen, nachdem die Karten hier ersetzt wurden, ist tatsächlich würfeln und die Karte 3 ersetzen wir zweimal, haben also ein bisschen Rotation im Ganzen. Okay, so, damit ist der Konflikt ausgetragen. Jetzt kommt überall auf den Wüstenfeldern, wo keine Agenten stehen, ein Bonus-Beiß dazu und es kommen die Agenten zurück in zu ihren Anführern. Das sind meine. So, damit ist die Runde durch. Es hat noch niemand Punkte verdient. Meine Gegner haben leider Geld verdient. Wieso hatte der einen Solari mehr? Wo hat er den bekommen? Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Moment, wir checken das kurz. Nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Er hat ja die Siegelringfähigkeit gehabt. Da hat er den Solari bekommen. Alles gut. So, dann geht es also weiter. Wieso habe ich die Agenten bei mir? Da gehören sie nicht hin. Startspielermarker wandert. Und wir ziehen auch 5 Karten auf. Also zumindest die menschlichen Spieler. Ich habe nur noch 2. Das heißt, mische die Ablage. Das ist ein Spiel, da wird ebenfalls recht häufig gemischt. Da kann man die Karten sleeven. Ich habe es nicht getan. Aber das ist jedem selbst überlassen. 1, 2, 3, 4, 5. Startspieler ist grün, dürfen wir nicht vergessen. Aber wir schauen mal bei mir. Ich habe die Suche nach Verbündeten. Da kann ich einmal bei den Fraktionen mehr Einfluss holen. Den Siegelring, Dolch, die Landerechte, die ich mir eben erst gekauft habe. Okay, gut. Dann ist grün dran, aus Hagal, einmal zum Highliner,
bekommt, oh nein, wir müssen natürlich erst eine Konfliktkarte aufdecken. Mein Fehler. Es geht um einen beliebigen Einfluss und zwei Intrigenkarten. Das zeigen diese Symbole hier. Jetzt habe ich die Karten falsch rumliegen. So, jetzt sind sie richtig rum. Also, grün geht zum Highliner-Feld, bekommt Einfluss bei der Raumgilde und damit auch einen Punkt und bekommt drei Armeen. Und es ist ein Kampffeld, ab in den Konflikt damit. Jetzt bin ich dran. Muss mir auch mal irgendwo bei den Fraktionen Einfluss verschaffen und den Konflikt würde ich auch gerne gewinnen. Ich habe einen Solari. Siegelring. Ich möchte kein Tech-Plättchen kaufen. Ich kann mir aber auch keine Verhandlung. Ich brauche keine Verhandlung. Das ist im Moment schwierig. Was halten wir denn davon, wenn wir mit dem Siegelring einen Agenten nach Arrakeen schicken, bekommen eine Truppe, das ist ein Kampffeld, können bis zu zwei nachsetzen, tun das auch, nur die eine, die wir haben. Können aber eine Karte ziehen und unsere Siegelringfähigkeit sagt, dass wir jetzt ein Techplättchen kaufen können, was wir nicht können, weil wir keinen Spice haben, aber wir können eben auch einen Unterhändler nach EX schicken für Verhandlungen. Das machen wir mal und damit ist der nächste Spieler dran. Gelb. Geht zu den Bene Gesserit, selektive Züchtung, und bekommt dort einen Einfluss. Dann ist Grün wieder dran. Es geht ziemlich mechanisch. Arrakeen ist schon besetzt von uns. Dann geht Grün zum Schlachtschiff, bekommt damit das Schlachtschiff in die Garnison. Es ist ja kein Kampffeld. Und kann jetzt ein Techplättchen kaufen, aber hat kein Spice, um überhaupt Techplättchen zu kaufen. Damit passiert nichts. Hat aber das Schlachtschiff jetzt im Einsatz. Das bis zu, oder das genau drei Truppenstärke hat. Ein Schwert hat eins, eine Truppe hier hat zwei Kampfstärke und ein Schlachtschiff drei. So, Grün hat gesetzt. Wir sind wieder dran. Wir können es jetzt über die Landerechte versuchen. Damit könnten wir noch mal eine Truppe bekommen und eine Intrigenkarte, die uns vielleicht hilft. Das machen wir mal. Gehen nach Karthag. Bekommen eine Truppe. Bekommen eine Intrigenkarte. Oh. Die uns nachher eventuell im Finale einen zusätzlichen Siegpunkt geben kann. Das sind übrigens Karten, seht ihr hier, die im Finale erst gewertet werden und dann auch erst aufgedeckt werden, die können ein Spiel kippen. Das muss man so sehen. Es gibt Menschen, die sagen dann, dass diese Karten stören, dass die das Spiel nicht balancieren. Ich denke, dafür habe ich sie jetzt halt eine Zeit lang hier vor mir liegen. Dafür habe ich halt auch einen Zug, in Anführungszeichen, geopfert, um die auch zu bekommen und kann sie jetzt während des Spiels nicht nutzen. Allerdings, wer da anderer Meinung ist, der kann sie auch rausnehmen. Vor dem Spiel sucht er die Finalkarten mit Siegpunkten einfach mal raus und nimmt sie weg. Ob das dadurch das Spiel besser balanciert, kann ich nicht sagen. Ich spiele es so, wie es ausgeliefert ist. Ich möchte da keine Hausregel machen. Okay, aber das haben wir getan, das haben wir getan. Und wir müssen jetzt hier den Effekt für das Ausspielen machen. Das ist nämlich einmal das Frachtschiff bewegen. Damit fahren wir nach hier. Und dann geht's mit Gelb weiter. Gelb geht in den Faltraum, bekommt hier einen Einfluss und Grün hat keinen Agenten mehr. Ha, Grün hat ja angefangen. Grün hat jetzt beide Agenten eingesetzt, einmal dort und muss damit erstmal passen. Den Konflikt machen wir gleich.
Ich habe ebenfalls beide Agenten eingesetzt. Und damit kommen wir jetzt zu den Aufdeckzügen. Ich kann aufdecken 1. Eine Überzeugung und 2 Schwerter. Das ist nicht viel. Für eine Überzeugung können wir uns nichts kaufen. Aber 2 Schwerter bringen mir 2 Kampfstärke. Das rechnen wir mal aus. Ich habe hier insgesamt 6 und 2 Schwerter, die mir 2 bringen. Macht 8. Jawohl, 8. Mein Gegner, gelb ist nicht im Konflikt beteiligt. Mein Gegner hier hat eine Kampfstärke von 6, zieht noch Schwerter nach. Das ist ein Schwert, hat damit 7. Und damit habe ich tatsächlich den Konflikt gewonnen. Das ist immer nicht schlecht. Ich bekomme also jetzt, wir denken an das Techplättchen hier, ein Wasser. Ich bekomme einen beliebigen Einfluss. Und da müssen wir mal schauen, was hilft uns denn am ehesten. Die Fremen können uns helfen. Die Raumgilde natürlich. Wenn wir bei den Fremen 2 Einfluss haben, dann können wir hier hin. Wenn wir bei der Raumgilde 2 Einfluss haben, können wir hier hin. Wir fangen mal bei den Fremen an. Und dann bekomme ich 2 Intrigenkarten. Ah, okay. Ich könnte mir tatsächlich 2 Überzeugungen im Aufdeckzug nehmen. Aber das ist, Aufdeckzug war ja schon, also nicht in diesem, sondern im nächsten. Und ich kann im Kampf den Respekt verlangen, wenn ich den Konflikt gewinne, nochmal einen Einfluss gewinnen. Den Kampf haben wir entschieden. Das heißt, ich kann das auch jetzt nicht in diesem Kampf einsetzen. Es sei denn, ihr seht das anders, schreibt in die Kommentare. Kann ich diese Kampfkarte jetzt beim Auflösen oder Auswerten des Konfliktes, den ich ja bereits gewonnen habe, noch nutzen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Aber für später hilft es ja auch. Alles gut. Damit habe ich die 2 Intrigenkarten gezogen. Mein Gegner bekommt tatsächlich eine Intrigenkarte. Da müssen wir nicht drauf gucken. Für ihn ist nur die Zahl der Karten wichtig. Und ein Spice. Und die Truppen kommen in den Vorrat zurück. Die Marker werden zurückgesetzt. Wir würfeln einmal für die Marktauslage. Die Karten 1 und 5 werden bewegt. Und den Konflikt habe ich gewonnen. Das heißt, ich lege mir die Konfliktkarte einfach mal hier so in die Ecke. Ihr seht sie noch. Die kommen auf die Ablage. Und damit war die Runde durch. Nein, noch nicht ganz. Es müssen ja noch die Spice-Felder bedient werden. Hier gibt es jetzt also ordentlich Spice zu kassieren. 3, 4 und 5 Spice. Ich könnte versuchen, in das Haggerbecken zu kommen, denn ich habe ein Wasser, mit dem ich das bezahlen kann, um mir 4 Spice abzugreifen, was mir den Zugang zu Techplättchen gibt. Okay, schauen wir mal. Dann kommen aber die Agenten zurück. 2 rote, 2 grüne, 2 gelbe. Mein Verhandler bleibt dort. Das haben wir gemacht. Dann kommt die neue Runde. Neuer Konflikt. Ein Siegpunkt und ich darf eine Karte abwerfen, entsorgen, die ich nicht mehr brauche. Okay. Ich muss aufziehen auf 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann bin ich sogar Startspieler. Ja. Gut, wir schauen. Ich habe tatsächlich jetzt 2-mal Dune den Wüstenplaneten, kann also auf die Wüstenfelder gehen. Theoretisch beide Male Spice abgreifen, hätte dann aber keine Truppen, mit denen ich in den Konflikt gehen könnte. Ich kann mir einmal Diplomatie zu den Fraktionen gehen. Auch eine Idee. Und den Kanonenzopter, damit kann ich Truppen aus Garnisonen entfernen. Ja, den weiß ich nicht, ob ich den spielen muss. Aber ich glaube, das
Sinnvollste, was ich jetzt machen kann, ist tatsächlich hier zu den Fremen zu laufen, mit den zähen Kriegern. Denn das führt dazu, dass ich hier einen Einfluss bekomme, damit einen Siegpunkt. Ich muss natürlich das Wasser ausgeben, bekomme aber auch zwei Truppen, die ich direkt in den Konflikt einsetzen darf. Mache ich auch. Und damit habe ich meinen ersten Zug gespielt. Gelb zieht. Die Tech-Verhandlungen. Zieht also hier hin. Bekommt ein Tech-Plättchen mit einem Rabatt. Das kann er nicht tun, weil das darf er nicht kaufen. Alle anderen sind zu teuer, weil er keinen Spice hat. Also setzt er einen hier in die Tech-Verhandlungen. Grün ist dran. Schmuggel oder interstellare Fracht ist die Ansage. In diesem Falle hat er tatsächlich bei der Raumgilde 2 Einfluss. Dann setzt er hier auf die interstellare Fracht und geht 2 Felder hoch. Und das ist beim Solospiel bei den Rivalen so, dass sie, wenn sie jetzt das nächste Mal die Frachtschiff-Aktion bekommen, sofort auch alle Boni nutzen und nicht bis zur dritten Stufe voranfahren. Okay, wir sind wieder dran. Tja, jetzt ist die Frage, ob wir uns nicht tatsächlich doch das Spice holen, bevor es jemand anders tut. Wir haben allerdings jetzt kein Wasser mehr. Das haben wir hier ausgegeben, um den Konflikt wenigstens zu befüttern. Alternativ können wir mit dem Kanonenthopter auch nach Karthag oder Arrakeen und uns noch eine Truppe holen. Brauchen wir die? Oder machen wir noch eine Frachtschiff-Aktion? Das geht ja auch hier oben beim Schmuggel. Das wäre auch noch eine Idee. Das machen wir. Ich weiß zwar nicht, ob noch hier im Konflikt was passiert, aber ich riskiere es einfach mal. Das Solari kommt zu mir, das Frachtschiff geht eine weiter. Und ich lasse das Spice mal liegen. Mal gucken, was meine Gegner so tun. Gelb ist dran. Wohlstand beim Imperator bekommt hier nur einen Einfluss. Grün ist dran. Karthag kriegt eine Truppe, kommt aber auch in den Konflikt und setzt tatsächlich auch nach. Ja, mit dem Kampfschiff und hat damit schon 4 im Konflikt. Das ist natürlich ja, dumm gelaufen, in Anführungszeichen. Ich hätte mehr Truppen jetzt gebraucht. Aber so ist es nun mal. Dann sind wir jetzt dran. Haben keinen Agenten mehr, den wir einsetzen können. Doch, wir haben ja 2 Runden. Moment. Ich habe Mist gebaut. Ich hatte den Agenten zurückgenommen. Warum eigentlich? Das ist doch Quatsch. Warum habe ich den zurückgenommen? Egal, ich habe keinen Agenten mehr, ich habe ja 2 eingesetzt, natürlich. Und damit habe ich jetzt meinen Aufdeckzug. Mein Aufdeckzug sagt mir, ich habe zu den 4 Kampfstärke hier noch 3 Schwerter. Macht 1, 2, 3. Das ist das hier. Und ich habe in Summe 3 Überzeugungen, die ich ausgeben kann. Und für 3 Überzeugungen hole ich mir tatsächlich den Spice-Schmuggler. Und wir gucken mal hier. Ja, ich könnte mir die Bene Gesserit-Karte hier, Missionaria Protektiva, holen. Das versuchen wir einfach mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Wird natürlich wieder aufgefüllt. Damit war das mein Aufdeckzug. Haus Agal ist nicht im Konflikt vertreten. Graf Richese, Haus Agal, Raban ist nicht im Konflikt, aber Graf Richese ist im Konflikt. Hat eine Kampfstärke von 5, 3 und 2. Und wir ziehen Schwerter. 2 sind 7. Immerhin. Wir haben den Konflikt nicht gewonnen, bekommen also nicht das Wasser. Wir teilen uns aber das Ergebnis, ein Wasser für jeden. Und ein Spice für jeden.
Der Trupp kommt zurück. Der Trupp kommt zurück. Das war das. Dann haben wir den Konflikt, wie gesagt, nicht gewonnen. Dann würfeln wir. 2 und 5. 2 und 5 kommen raus. Dann haben wir hier die Karte Kwisatz Haderach. Eine sehr starke Karte, die uns erlaubt, einen Agenten noch einmal zu entsenden, auch wenn es belegt ist. Kostet allerdings 8 Überzeugung. Wir müssen mal schauen, ob wir da dran kommen oder nicht. Oder ob sie rausrotiert. So, den Konflikt, den haben wir geteilt. Der kommt hier hin. Das haben wir gemacht. Dann kommt wieder Spice auf die nicht besuchten Wüstenfelder. Und damit kommen die Agenten zurück auf ihre Plätze. Karten kommen auf die Ablage, haben wir alles gemacht. Neuer Konflikt. Ein Siegpunkt und eine Kontrolle, nämlich die über Arakeen. Das steht hier, Belagerung von Arakeen. Das ist das Symbol für die Kontrolle. Wer also gewinnt, darf sich hier den Kontrollmarker drauflegen und bekommt dann zusätzliches Geld. Wir ziehen 5 Karten. Eine habe ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Startspielermarker ist aber wieder bei Gelb. 2, 4, 5, 6. Suche nach Verbündeten, da kann ich nochmal Einfluss holen. Ja, mal schauen. Okay, Gelb beginnt. Geht nach Arakeen. Bekommt eine Truppe in den Konflikt und den Siegelring. Ein oder zwei Truppen, nur falls du mindestens eine Fraktionsallianz hast. Hat er nicht, das heißt, er bekommt aber eine zusätzliche Truppe, ist ein Kampffeld, geht in den Konflikt. Grün ist dran, Distillanzug, bekommt hier einen Einfluss, sonst nichts. Wie gesagt, wir dürfen nur das tun, was auf der Karte steht, nicht das, was auf dem Feld jeweils steht. Ich bin dran. So langsam muss ich mir doch mal Spice holen. Und dann tun wir das auch. Kann ich mir irgendwo Truppen holen? Jetzt habe ich wieder nur ein Wasser und muss mich entscheiden, hole ich mir hier die Truppen für den Konflikt, um überhaupt mitreden zu können? Oder gehe ich auf eine, oder hole ich mir das Spice? Hier sind es 5, hier sind es immerhin noch 4. Ich glaube tatsächlich, ich hole mir hier die Truppen. Ich gehe also mit der Suche nach Verbündeten zu den zähen Kriegern, gebe das Wasser ab, hole mir 2 Truppen in den Konflikt, bekomme aber auch hier noch einen Einfluss. Die Karte kommt raus, denn die muss entsorgt werden, die wird nur einmal gespielt. Dann ist Gelb wieder dran, geht zum Schlachtschiff. Kommt es in die Garnison, kann aber kein Tech-Plättchen kaufen, weil er kein Spice hat. Okay, dann ist Grün wieder dran. Tech-Verhandlung, kauft ein Tech-Plättchen mit einem Rabatt, wenn er kann. Wir schauen mal, was er hat. Er hat 2 Spice, könnte 3 ausgeben. Das, was er kaufen kann, kostet aber 8, kann er nicht. Dann setzt er einen in die Verhandlung. Moment, ich habe den falschen gesetzt. Hier muss ich. Doch, das war Gelb. Der zweite. Ja. Dann muss hier der zweite in die Verhandlung. Oder war er vorher. Wer hat vorher eine Verhandlung gehabt? Das war doch auch Gelb. Nein, das war Grün. Jetzt hat jeder.
Jetzt hat jeder zwei Agenten oder jeder einen Verhandler hier bei X. So, jetzt geht's weiter mit Grün. Spice ernten. Jo, super. Es fällt mit dem meisten Bonus Spice oder bei Gleichstand Gesamtmenge an Spice. Also geht er hier hin und bekommt 6 Spice. Macht in der Summe 8. Achtung, jetzt kommt ein kleiner Unterschied zum Grundspiel ohne Erweiterung. Dort würde er jetzt sofort 7 Spice eintauschen gegen einen Siegpunkt. Das machen die Automa mit der, in der Rise of X Erweiterung noch nicht. Sie warten damit, bis die Konflikt 3 Karten, also bis das Spiel in Richtung Ende geht. Aber vorher wollen sie mit dem Spice Tech-Plättchen kaufen. So, wir sind dran. Letzter Zug. Was haben wir denn hier? Wir können uns noch eine Truppe holen für, indem wir nach Karthag gehen, oder wir holen uns das Spice. Boah, schwierige Entscheidung. Ich würde aber gerne den Konflikt gewinnen. Deswegen werde ich tatsächlich hier zum Siege Tabre gehen. Und damit kriege ich sowohl ein Wasser als auch eine Truppe in den Konflikt. Denn ich habe die zwei Einfluss bei den Fremen. Und damit geht es reihum weiter mit den Aufdeckzügen. Wir haben hier eine Kampfstärke von 4 im Einsatz. Wir ziehen Schwerter, macht 2. Hier haben wir keinerlei Konfliktbeteiligung bei Grün. Dann sind wir mit unserem Aufdeckzug dran. Haben keine Schwerter beim Aufdecken, haben also eine Kampfstärke von 3x2 sind 6. Haben den Konflikt wieder nicht gewonnen. Haben aber auch verhindert, dass unser Gegner den Siegpunkt gewinnt. Beim Aufdeckzug könnte ich jetzt 2, 4, 6, 7 eine Überzeugung gewinnen. Nee, das ist es mir nicht wert. 2, 4, 5 für 5 Überzeugung. Obwohl. Doch, wir machen das. Wir nehmen beim Aufdeckzug nehmen wir die Charisma-Karte mit dazu. Bekommen 2 weitere Überzeugungen, 2, 4, 6, 7 und für die 7 Überzeugungen, die Intrigenkarte kommt weg, holen wir uns hier die Lady Jessica. Die ist 7 stark und gibt uns einen Einfluss und den darf ich mir jetzt aussuchen, wo, wenn ich das richtig interpretiere, das Symbol. Es ist nicht beschränkt auf die Bene Gesserit, deswegen suche ich mir den Einfluss hier bei den Fremen aus, kriege dafür den Allianzmarker und ein Wasser. Und einen Siegpunkt. Das alles kommt jetzt auf die Ablage. Und der Konflikt nach meinem Aufdeckzug jetzt ist mit einem Unentschieden ausgegangen. Das heißt auch hier, jeder von uns Beteiligten bekommt 4 Solari. Sehr schön. Und jetzt gucke ich nochmal nach in der Solo-Regel. Jawohl. 7 Solari, Gelb kauft sich direkt einen Siegpunkt. So, damit ist der Konflikt ausgetragen. Mal ein Unentschieden. Die Truppen kommen zurück. Bonus Spice kommt dahin, wo keine Agenten waren. Dann tauschen wir Karten durch. Erstmal müssen wir hier die Auslage nachlegen. Die Karten 4 und 6. 6 gibt es nicht, bleibt leer. 4 wird ausgetauscht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und damit kommen die Agenten zurück.
So, meine Gegner haben das Schlachtschiff. Meine Gegner haben kriegen gleich jetzt mit der nächsten Runde ihren dritten Agenten. Ich habe dafür noch kein Geld. Das sieht nicht so gut aus. Nächster Konflikt. Jetzt kommen die drei Agenten für die Gegner. Ich liege zwar einen Punkt vorne, aber so richtig zufrieden stellt mich das Spiel gerade nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Startspieler wird jetzt grün und es geht weiter im Text. Grün startet mit Spice ernten. Na super, hätte nicht besser laufen können. Er bekommt 6 Spice. 6 Spice. Jetzt hat er so richtig Spice. Na toll, hätte ich mir dann doch früher nehmen müssen. Mein Fehler. Taktisch sehr ungeschickt gespielt. Aber er kann, da es ein Kampffeld ist, jetzt auch Truppen nachlegen. Ich glaube, das habe ich eben sogar vergessen. Hätte er machen können. Mein Fehler. Gespielt ist gespielt. Blöde Geschichte. Ich glaube, sogar Grün hätte den Konflikt gewinnen können mit dem Schlachtschiff. Oder zumindest rankommen können. Hätte er? Nein, er hätte nur die 3 bekommen. Wir hatten jeder 5 oder 6 an Kampfstärke. Ich glaube, das hat nichts gemacht. Jetzt macht es eventuell was. Also, er setzt das Schlachtschiff rein, hat also hier schon 3 Kampfstärke. Das kann man, wenn man möchte, auch nachhalten, indem man die 3 schon mal abträgt. So, wir sind dran. Haben nur 2 Agenten. Und müssen mal langsam dafür sorgen, dass wir uns den dritten Agenten auch leisten können. Und das können wir tun, wenn wir das Frachtschiff ausnutzen. Und das ist vielleicht mal eine sinnvolle Idee. Frachtschiff. Zum Schmuggel. Wir bekommen ein Solari. Und wir sammeln unsere Frachtschiff-Boni ein. Das heißt, wir bekommen 2 Truppen in die Garnison. Bekommen einen beliebigen Einfluss. Dann nehmen wir die Raumgilde. Und auf dem Weg zurück sammeln wir noch mehr ein. Hier möchte ich das Geld einsammeln. Ich bekomme 5 Solari und meine Gegner bekommen jeder einen. 2, 3, 4, 5. Und damit kommt mein Frachtschiff zurück. Und das war mein Zug. Dann ist Geld wieder dran. Destillanzug, hier ein Einfluss, ein Punkt und ist ein Kampffeld, auch hier 3 Truppen rein. Grün ist drin. Spice ernten, ja, super. Also er ist jetzt tatsächlich hier der König des Spice, bekommt nochmal 5. Keine Truppen zum Nachsetzen. Wir sind dran. Was brauchen wir? So vieles auf einmal, was wir nicht haben. Wir haben noch einen Agenten. Können wir den Konflikt irgendwie gewinnen? Dafür müssen wir mindestens noch 2 Truppen reinsetzen. Schwerter zum Aufdecken hätten wir 1, 2 für den Dolch. Das heißt, wir könnten die Missionaria Protectiva ausspielen oder die Diplomatie. Keine weitere Bene Gesserit-Karte im Spiel. Der Vorteil würde mir nichts bringen. Aber was ich machen kann, ich könnte hier mir 2 Truppen holen bei den zähen Kriegern und damit dann auch 2 Truppen nachsetzen, womit ich bei 4 wäre und schon mal liege bei 4 Truppen. Das macht dann schon ordentlich Kampfstärke.
Oder ich könnte in eine der Städte gehen. Mir eine Truppe holen und zwei nachsetzen, was mir dann wenigstens auch sechs gäbe, im Gegensatz zu den dreien hier. Tja, großes Rätselraten. Ich komme nicht an mein Schlachtschiff, denn wenn ich das tue, ich könnte es mir ja hier kaufen, kann ich es nicht einsetzen und kann auch keine Soldaten in den Trupp in den Kampf schicken und damit würde ich den Konflikt verlieren. Das ist ein Siegpunkt, den ich verliere. Auch nicht gut. Ich muss es wenigstens versuchen. Und das würde ich am ehesten dann doch. Truppe und Wasser oder Truppe und Karte. Ich glaube, ich gehe mal nach Arakeen. Hierhin hole mir eine Truppe statt hier zwei. Setze den Konflikt, ziehe aber auch zwei nach. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier eine gute Karte für den Kampf bekomme. Tatsächlich. Jawohl. Mit dem Kanonenzopter bekomme ich nochmal drei Schwerter. Okay. Damit wäre meine Kampfstärke schon mal bei 6. Wir gucken mal, was jetzt noch meine Gegner tun. Gelb ist noch mal dran natürlich. Spice ernten, kein Bonus Spice da, deswegen wird nachgezogen. Verschwörung, das ist hier und bekommt einen Einfluss und damit auch einen Siegpunkt. Und zwei Truppen, aber es ist kein Kampffeld, also nur in die Garnison. So, das Deck ist durch. Dann schauen wir mal. Grün macht weiter. Die haben ja alle ihren dritten Agenten. Faltraum bekommt hier nur einen Einfluss. Ich bin raus. Ich habe keinen weiteren Agenten. Dann ist Gelb wieder dran bei den Geheimnissen und bekommt einen Einfluss bei den Bene Gesserit und noch einen Siegpunkt. Leute, was ist hier los? Gelb macht das Rennen. Damit ist Grün wieder dran. Ist durch, macht einen Aufdeckzug. Kampfstärke sind im Moment 3. Schwerter sind keine. Ich bin dran. Kampfstärke sind 6. Schwerter habe ich tatsächlich in Summe sogar 5. Macht in der Summe 11. Und ich habe eine Überzeugung. Für eine Überzeugung möchte ich mir aber auch nichts kaufen. Dann kommt das auch alles weg. Gelb ist nochmal dran mit dem Aufdeckzug. Zwei Schwerter. 1, 2. Okay, damit ist der Konflikt entschieden für mich. Und ich möchte tatsächlich Respekt verlangen, bekomme also beim Gewinn eines Konfliktes einen beliebigen Einfluss, den möchte ich hier nehmen, bei der Raumgilde. Da bekomme ich einen weiteren Siegpunkt, kommt auch weg. Dann bekomme ich ein Wasser, weil ich den Konflikt gewonnen habe. Und für den Konfliktgewinn bekomme ich einen Siegpunkt. Und was haben wir noch? Die Kontrolle über Karthag. Das heißt, jetzt kann ich mir einen Kontrollmarker hier hinlegen und jedes Mal, wenn irgendjemand nach Karthag geht, bekomme ich noch einen weiteren Solari. Sehr gut. Mein Gegner bekommt eine Intrigenkarte. Die ziehen wir ihm, legen ihn hier hin. Das war Gelb. Und er bekommt noch ein Spice. Okay. Damit ist die Runde durch. Der Konflikt ist aufgelöst, den habe ich gewonnen. Meine Truppen kommen weg, die Kampfschiffe kommen zurück. Ich habe leider immer noch keinen dritten Agenten, ich habe leider immer noch kein Schlachtschiff, das ja dann bei mir 4 wert wäre. Da hilft mir die Sonderfähigkeit gar nichts, solange ich hier nicht ein Schlachtschiff auf den Weg bringe. Wir würfeln.
3 und 4 werden ausgetauscht. Und dann kommt Bonus-Spice zum Einsatz, und zwar nur hier. Und die Agenten kommen zurück. Grün hatte 3 Agenten, auch Gelb hat 3 Agenten. 1, 2, 3. Neuer Konflikt. Bei jeder Fraktion ein Einfluss. Das ist eine Menge wert. Wir ziehen 5 Karten. 1, 2, 3. 4, 5. Wir haben keinerlei Karten, die uns bei den Fraktionen Einfluss verschaffen. Wir haben nur Karten, die uns Frachtschiff ermöglichen. Spice-Schmuggel haben wir keins. Nur die Städte. Tja. Und den Siegelring haben wir. Viel Spice haben wir allerdings nicht. Das hat alles in Grün eingesammelt. Wir haben allerdings genug Geld. Ich bin Startspieler, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben genug Geld, mit dem Siegelring zum Schwertmeister zu gehen und für 8 Solari den dritten Agenten zu holen. Das ist schon mal viel wert. Die Siegelringfähigkeit sagt mir, dass ich jetzt eine Tech-Karte kaufen kann. Ich kann mir kostenlos, weil ich ja hier einen Rabatt habe, die Artillerie nehmen. Hilft mir vielleicht jetzt noch nicht, aber das sind für jede Karte, die mir im Aufdeckzug Schwerter gibt, kriege ich noch ein extra Schwert. Vielleicht hilft mir das in einem späteren Konflikt. Hier muss ich aufdecken. Truppentransporter. Mein Verhandler kommt allerdings zurück. So. Hat mir im Konflikt noch nichts gebracht. Mal gucken, ob ich den Konflikt überhaupt gewinnen kann. Gelb ist dran. Verschwörung, das ist beim Imperator. Bekommt er einen Einfluss und 2 Truppen in die Garnison. Grün ist dran. Araken. Eine Truppe, und zwar in den Konflikt. Er setzt dann auch nach und die Siegelringfähigkeit gibt ihm einen Solari. Dann bin ich wieder dran. Jetzt habe ich 4 Solari. Und habe nur Zugang zu den Städten. Ich kann mir überlege ich, tatsächlich könnte ich mir mit der Frachtschiffaktion in Kafark eine Truppe, eine Intrigenkarte und einen Solari holen und die Truppe auch in den Konflikt setzen. Damit wäre ich zumindest mal dabei. Ob mir das mittelfristig hilft? Vermutlich nicht. Ich gehe mal mit den Landerechten hin nach Kafark. Kriege dafür die Truppe in den Konflikt, eine Intrigenkarte, das ist eine Bestechungskarte. Für 2 Solari bekomme ich einen beliebigen Einfluss. Muss ich mir mal angucken. Halten wir mal kurz offen. Hier bekomme ich aber noch einen Solari durch die Kontrolle, die ich habe. Und dann würde ich die Bestechung auch tatsächlich auswählen, setze die 2 Solari ein
und hole mir einen Einfluss. Ja, tatsächlich vielleicht am besten bei der Raumgilde, um zu versuchen, Grün noch einzuholen. Ja, das tun wir mal. Okay, dann haben wir das. Dann ist Gelb dran. Spice ernten, das tut er hier. Holt sich 4 Spice, macht also in der Summe 5. Gibt es nicht mehr in klein. In 5ern. 2, 4, 5. 5 Spice. Und kann 2 Truppen nachsetzen. Das macht er mit 1, 2 Einheiten. Damit sind wir jetzt alle 3 im Konflikt. Und ich liege hinten. Das werden wir wahrscheinlich in diesem Zug auch nicht mehr ändern können. Grün ist dran. Spice ernten. Es gibt keinen Bonus-Spice im Moment. Dann geht er zum Imperator und bekommt dort einen Einfluss. Dann bin ich dran, habe noch den Spice-Schmuggler, der mir nicht wirklich hilft, weil ich keinen Spice habe in der Menge. Aber ja, ich kann tatsächlich meinen Agenten nur hier einsetzen, indem ich diese Karte spiele. Bekomme dafür eine Truppe, die nehme ich aber in die Garnison. Die werde ich nicht in den Konflikt einsetzen, denn das hilft mir nicht mehr. Vielleicht hilft sie mir im nächsten Konflikt und bekomme ein Wasser. Okay. Und dann ist Gelb dran. Nach Karthag kann er nicht. Dann hat er bei der Raumgilde nur einen Einfluss, dann geht er zu den in den Faltraum. Das ist hier und bekommt einen Einfluss hier und damit einen Siegpunkt. Dann ist Grün dran. Will auch Bonus-Spice ernten, hat er nicht. Dann gibt es eine neue Karte. Dann geht er zu den zähen Kriegern, bekommt einen Einfluss hier, einen Siegpunkt und bekommt 2 Truppen, die er auch in den Konflikt setzt. So, damit haben wir alles eingesetzt. Ich kann jetzt nur noch 4 Überzeugungen aufdecken. Sehe aber keine Karte. 6, 5, 1 und 6. Die Wasserverkäuferin, nee, die brauche ich nicht. Ich habe genug Wasser. Die werde ich mir nicht ins Deck holen. Ich werde die Karten wertlos ausspielen müssen, ohne einen weiteren Nutzen. Und mein Aufdeckzug sagt mir auch, ich habe eine Kampfstärke von 2 hier stehen. Gelb ist dran, hat eine Kampfstärke von 2, 5 hier stehen, zieht eine Schwertkarte, 6, 7, 8, 9. Grün ist dran, hat eine Kampfstärke von 3 und 6 sind schon 9 und zieht noch eine Schwertkarte. 1, 2, 3. Und damit hat Grün den Konflikt gewonnen. Und bekommt damit auf jedem Feld einen Einfluss. Hier ein Siegpunkt. Hier die Allianz, ein Siegpunkt und 3 Solari. Was ihn wieder 7 Solari ausgeben lässt. Einen weiteren Siegpunkt. Hier einen Einfluss und hier einen Einfluss. Und damit liege ich hinten. Der Konflikt geht eindeutig hier rüber. Die Truppen gehen weg. Zurück. Nein, das ist, ja, das ist keine Kontrollschlacht. Hat aber jetzt die Kontrolle mit dem Schlachtschiff gewonnen und nimmt sich Karthag. Der kommt zurück. Der kommt zurück. Der kommt zurück, denn das ist eine Sonderregel für die Schlachtschiffe. Wer mit dem Schlachtschiff einen Konflikt gewinnt, für sich entscheidet, setzt dieses Schlachtschiff auf eines der Kontrollfelder. Und die Automa versuchen natürlich, gegnerische Einflüsse und Kontrollen zu reduzieren, zumindest für die eine Runde, in der sie das machen dürfen. Das gilt ja für eine Runde. Das ist als Balance
Mittel, damit ein Schlachtschiff nicht in jedem Konflikt gewinnbringend eingesetzt werden kann. Gut, damit haben wir den Konflikt aufgeräumt. Jetzt kommt Bonus Spice hier hin. Wir kommen jetzt auch zu den Konflikt 3 Karten. Das gibt auch nochmal Siegpunkte für Grün, wir werden sehen. Dann kommen die Agenten zurück. Ich habe doch jetzt 3 Agenten. Und dann kommen hier 3 Agenten zurück und hier 3 Agenten zurück. Jawohl. Nein, die kommen hier hin. Jetzt kommen die neuen Konfliktkarten. Jetzt geht es schon um 2 Siegpunkte, aber bevor wir das machen, wir haben jetzt Konflikt 3 Karten liegen und Grün ist in der Lage, sich für jeweils 7 Spice nochmal 2 Siegpunkte zu kaufen und tut das. Okay, Gelb ist Startspieler und dann ziehen wir wieder 5 Karten. Gut, Gelb beginnt. Tech-Verhandlung, das ist hier oben. Ein Rabatt mit einem Spice, es kann kaufen, es hat 5, darf bis zu 6 kaufen, das kann es nicht kaufen, aber das kann es kaufen für 1 Spice. Gelb kauft für 1 Spice die Truppentransporter. Immer wenn du Truppen von der Frachterleiste rekrutierst, rekrutiere einen zusätzlichen Trupp. Du darfst beliebig viele von ihnen im Konflikt einsetzen. Wow, starke Karte. Da müssen wir darauf achten, wenn Gelb bis hier oben kommt und dann die Boni einkassiert. Wir decken hier ein neues Blättchen auf. 2 Intrigenkarten beim Erwerb. Gleichstand gewinnen beim Finale. Okay, Grün ist dran. Selektive Züchtung. Das ist hier und bekommt einen Einfluss dort und das ist noch ein Siegpunkt. Tja, das sieht ziemlich gut aus für Grün gerade. Schauen, ob wir was dagegen tun können. Wir sind dran. Ich habe 3 Solari. Müssten wir doch langsam ein Schlachtschiff gönnen. Und das kriegen wir, glaube ich, auch hin. 3 Solari. Geben wir aus. Setzen einen Agenten hier hin. Kaufen uns ein Schlachtschiff, das kommt in die Garnison und können uns ein Tech-Plättchen kaufen. Ich habe aber nur 1 Spice, dafür kriege ich nichts. Aber kann auch keinen Rabatt einsetzen, das geht leider verloren. Okay, dann ist Gelb wieder dran. Arakeen bekommt einen Trupp in den Konflikt, setzt 2 nach. Und der Siegelring sagt, hat eine Allianz, hat er nicht, bekäme er noch einen zweiten, noch einen vierten Trupp. So bekommt er noch einen dritten. Ne, einen zweiten, so rum. Ah, alles gut, passt. Gibt auf jeden Fall zusätzliche Truppen für Gelb. Grün ist dran. Auf das Schlachtschifffeld, da ist aber besetzt. Dann geht es auf die Verschwörung. Das ist hier oben. Da gibt es einen Einfluss beim Imperator und 2 Truppen in die Garnison. Und jetzt sind wir dran. Jo. Wie kommen wir gut an Truppen? Wir können hier zu den Fremen gehen, zu den zähen Kriegern. Ja, das ist eine gute Idee. Gehen zu den Fremen. Zähe Krieger, geben dafür ein Wasser ab, haben wir genug von tatsächlich und kriegen 2 Truppen und können 2 Einheiten nachschieben. Und damit kommen wir zumindest schon mal auf Unentschieden mit Gelb. Grün scheint hier nicht mitmachen zu wollen diesmal. Gelb ist aber dran. Faltraum gibt hier Einfluss. Dann haben wir Grün.
Karthag macht also doch mit, bekommt eine Truppe, die geht in den Konflikt und ersetzt zwei Einheiten nach. Und damit sind wir wieder dran. Letzter Zug. Wir könnten uns... Wir haben keine Schwerter für den Aufdeckzug. Müssten uns also noch absichern und können uns dafür eigentlich nur noch mal Truppen holen, indem wir hier in den Siege Tabre gehen. Das ist eines der... Das ist, ich glaube, das... Ja, der Mentat, der Hohe Rat und der Schwertmeister werden vom Hagal-Deck nicht besetzt, aber auch das jetzt Stabre nicht. Und damit könnten wir hingehen, bekommen ein Wasser und einen Trupp, den wir in den Konflikt einsetzen. Gelb ist durch, hat keinen Agenten mehr. Das heißt, Kampfstärke wird ermittelt. 3 und 6 sind 9. Aufdeckzug 10, 11, 12. Okay, nicht gut. Grün ist dabei, hat eine Kampfstärke von 6. Aufdeckzug 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, 6 Schwerter dazu. So verlieren wir einen Konflikt. Wir sind dran, haben eine Kampfstärke von 2, 4, 6, 8 und 3 sind 11. Hörte sich gut an bis eben, denn wir haben hier keine Schwerter, damit auch keinen Bonus. Wir werden diesen Konflikt verlieren, wir bekommen 2 Überzeugungen und können uns auch dafür nicht wirklich was kaufen. Tja, das ist nicht gut. Den Konflikt verlieren wir. Mal gucken, wer ihn gewinnt. Es gewinnt ihn zum Glück keiner. Damit bleiben die 2 Siegpunkte wieder raus. Interessant, denn das haben wir schon mal gehabt, dass die Siegpunkte nicht vergeben werden. Schon 2-mal, jetzt zum 3. Mal. Heißt aber auch, unsere Gegner bekommen jeder eine Intrigenkarte. Und 3 Spice. 4 und 3 sind 7, das heißt, Gelb bekommt einen Siegpunkt. Und auch er, zu den 3 Spice wären es 10, 7 gibt er davon, 8, und dafür gibt er 7 aus, bekommt also nur noch einen und bekommt auch einen Siegpunkt. Die Truppen kommen raus. Der kommt zurück. Das Schlachtschiff kommt zurück. Meine Truppen kommen weg. Mein Schlachtschiff kommt zurück. Und damit kommt noch Bonus-Beiß hier rum. Also das Spiel wird nicht mehr lange dauern, wenn ich das jetzt hier richtig einschätze. Denn Grün liegt ziemlich deutlich vor. Der Konflikt war unentschieden. Kommt zur Seite. Bonus-Beiß haben wir vergeben. Die erste Karte wird getauscht. Und die kommen auf die Ablage und wir ziehen 5 Karten neu. 1, 2, 3, 4. Neuer Konflikt. Oha. Ganz viele Siegpunkte für 4 Spice, noch Siegpunkte für 6 Solari, noch Siegpunkte. Auf jeden Fall aber einer. Auch hier wieder ein sehr interessanter Preis. Gut, Startspieler wird aber grün. Bonus-Spice. Am meisten Bonus-Spice gibt es hier. Achso, wir müssen ja noch die Agenten zurückholen. Warum sagt mir das keiner? Das müssen wir natürlich noch tun. So, also. Okay, gerade ist mir aufgefallen, ich habe falsch gerechnet. Mein Schlachtschiff, wir hatten eben eine Kampfstärke von 11 für mich. Mein Schlachtschiff hat aber
eine Kampfstärke von 4 durch meine Dauereigenschaft hier, durch den Prinz Rombur-Vernius. Damit habe ich auch eine Kampfstärke von 12 gehabt und damit kriege ich ebenfalls eine Intrigenkarte und 3 Spice. Ich hätte mir dafür keinen Siegpunkt kaufen können. Kann ich auch jetzt nicht. Aber es hilft mir für die neue Runde natürlich auch. Ich habe nämlich noch, falls ich einen Sitz im Hohen Rat habe, bekomme ich noch 2 Truppen. Na, ob das jetzt noch was hilft, weiß ich nicht, denn im Moment habe ich die Solari nicht, um dahin zu kommen. Gut, ein bisschen Entschädigung habe ich bekommen, damit war der Konflikt nicht ganz vergebens, haben alle das Gleiche gekriegt. So, aber jetzt für den neuen Konflikt geht es natürlich von neuem los. Grün hatte, will Bonus-Spice ernten, da waren wir. Das gibt es hier am meisten, jetzt in der Summe 4. Und da wir hier noch einen haben, können wir ihm auch direkt einen Fünfer geben. Ich bin dran. Wir haben die Lady Jessica, mit der wir 2 Karten nachziehen dürfen. Das ist auch nicht schlecht. Puh. Was können wir tun? Wir könnten. Damit können wir 2 Karten nachziehen. Wenn wir schmuggeln. Oder auf den Siege Tabre. Nein, auf den Siege Tabre brauchen wir nicht gehen. Schmuggel wäre etwas. Denn dann geht unser Frachtschiff eine vorwärts. Alternativ könnten wir sogar auf den Faltraum gehen und das Frachtschiff 2 vorholen. Oder sogar direkt die Solari kassieren. Das können wir mal machen. Wir spielen die Lady Jessica. Dürfen uns dafür noch 2 Karten ziehen. Das tun wir. Und setzen unseren Agenten auf die interstellare Fracht. Und jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder die beiden Frachtschiffaktionen nutzen, um draufzusetzen. Ich glaube, das machen wir. Ja. Mal gucken, was das bringt. Gelb ist dran. Grün hatte gesetzt, jawohl. Gelb ist dran, selektive Züchtung und ein Einfluss hier. Grün ist dran, wieder Bonus-Spice ernten. Das ist aber echter Spice-Jäger hier. Das ist hier, der bekommt 3 Spice. Gibt 7 wieder aus und hat damit das Spielende eingeleitet. Wir schauen nach, was genau passiert. Das Finale. Das ist tatsächlich die Haus Hagal-Regel, die Weiß auf X-Regel. Bringt nichts. Wir müssen hier gucken. Das passiert in Phase 5. Dann wird geprüft, wer mehr Punkte hat. Das heißt, erst nach dem Rückruf. Das heißt, die Runde wird ganz normal zu Ende gespielt. Aber ich liege so weit abgeschlagen, das dürfte eine deutliche Niederlage werden. Okay, dann werden wir. Dann bin ich dran, genau. Ich muss ja an die 3 Siegpunkte kommen, um wenigstens noch ansatzweise Chance zu haben. Heißt. Ich brauche neben den 4 Spice dafür auch noch 6 Solari. Die kriege ich, wenn ich
hier hingehe zum Schmuggel, bekomme ein Solari und die Frachtschiffaktion nutze ich, um zwei Truppen in die Garnison zu setzen, mir einen Einfluss zu holen bei bei dem Bene Gesserit. Spielt jetzt keine Rolle mehr eigentlich bei wem. Und mir die 5 Solari zu holen. Dann jetzt habe ich die 6 Solari, die ich für einen, wenn ich den Konflikt gewinnen sollte, brauchen kann. Meine Gegner bekommen aber jeder noch einen Solari. Damit ist jetzt Gelb wieder dran. Und gesetzt mit dem Destillanzug bekommt dort einen Einfluss bei den Fremen. Grün ist dran. Geht jetzt tatsächlich auch in den Konflikt. Geht nach Karthag. Ich bekomme noch einen Solari. Und er bekommt eine Truppe und setzt das Raumschiff, das Schlachtschiff ein. Und jetzt müssen wir Einheiten in den Konflikt bekommen. Und das können wir auf viele verschiedene Weisen tun. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Siegpunkte. Siegpunkte bekommen wir hier maximal 3. Kämen wir bis hierhin. Wir bräuchten also noch Einfluss irgendwo, den wir tatsächlich so nicht ohne weiteres mehr bekommen. Und wir brauchen Schwerter. Das sind Schwerter. Damit haben wir den Siegelring noch frei. Das Spice will ich aber nicht einsetzen. Im Aufdeckzug brauche ich Schwerter, um den Konflikt für mich zu entscheiden. Aber Grün wird Zweiter werden, so wie es aussieht, wenn nicht Gelb jetzt noch einen schweren Zug macht. Und das heißt, ich werde das Spiel vermutlich verlieren, auch wenn ich den Konflikt gewinnen kann. Wir schauen. Was können wir tun? Zu den Fremen kommen wir nicht mehr. Wir kommen aber noch zu den Städten, wo wir Truppen bekommen. Und ich glaube, die Karte hilft uns eher. Das heißt, wir gehen mal. Mit der Aufklärung nach Arakeen, bekommen die Truppe, setzen 2 Truppen nach, haben hier 2, 4 und 4 sind 8 an Kampfstärke, während er im Moment hier 5 hat. Okay, das haben wir, jawohl, dann ist Geld dran, will nach Arakeen, da ist besetzt. Will Spice ernten, das kann er nur noch hier, bekommt dafür 4 Spice. Ist zu spät für ihn, glaube ich. Ist damit nicht im Konflikt drin, das ist ein Kampf, doch, es ist ein Kampffeld, natürlich. Er setzt 2 Einheiten nach, auch wenn er keine Truppen rekrutiert hat in diesem Zug, kann er das tun. Dann ist Grün dran. Will nach Arakeen, da ist ebenfalls schon besetzt. Dann geht der. Moment. Nein, er war ja Startspieler. Ha! Das heißt, das passt für ihn. Er ist fertig. Seine Kampfstärke sind 5. Übrigens auch bei Gelb. Er deckt auf, zieht ein Schwert. Ich muss aufdecken. Meine Kampfstärke sind aber schon. Noch eine Truppe mehr und hier ein Punkt mehr für das Schlachtschiff. 8. Und ich decke auf. Das sind 1, 2, 3 Karten, die mir noch Schwerter geben. Das heißt, ich bekomme auf jeden Fall schon mal 3 Schwerter mehr und die geben mir selbst 3, 4, 5, 6, 7 Schwerter. Das heißt, ich bin bei 18 Schwertern. Den Konflikt gewinne ich deutlich.
habe nur zwei Überzeugungen. Könnte mir dafür jetzt noch könnte mir dafür noch eine Karte kaufen für die zwei Überzeugungen, aber das bringt jetzt nichts mehr, das Spiel ist gleich zu Ende. Also lassen wir es. Dann muss Gelb noch aufdecken. Gelb deckt auf Schwerter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und damit verliert Grün sogar den Konflikt, na immerhin. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir mal, was wir machen können. Wir gewinnen den Konflikt zumindest. Die Truppen kommen zurück. Wir bekommen einen Siegpunkt, geben 6 Solari aus, bekommen einen zweiten Siegpunkt, geben 4 Spice aus, bekommen einen dritten Siegpunkt. Gelb bekommt einen Siegpunkt und Grün bekommt nichts. Ich habe gewonnen, ich kann mir jetzt eine Kontrolle nehmen, meinetwegen hier. Und dann kämen jetzt nach dem Kampf kämen noch die Rotation im Markt. Da passiert diesmal tatsächlich gar nichts. Dann kommen jetzt die Sandwürmer. Nein, die kommen gar nicht, weil alle Felder besetzt sind. Mein Fehler. Und jetzt kommt der Rückruf und im Rückruf wird geschaut, wer hat 10 oder mehr Punkte. Das ist Grün. Jetzt werden Finalkarten aufgedeckt. Hier sind keine weiteren Finalkarten. Die werden noch nicht aufgedeckt. Die werden nur gezählt. Für 3 Intrigenkarten hätten wir jetzt hier noch ein Wasser, noch einen Siegpunkt. Für 7 Solari oder 7 Spice wäre noch ein Siegpunkt drin. Für 3 Wasser wäre ein Siegpunkt drin. Das ist alles nicht mehr der Fall. Ich habe eine Finalkarte, die mir aber nicht weiterhilft, denn ich habe keine 2, das Spice muss fließen Karten, geschweige denn eine, habe ich nicht, damit hilft mir das auch nicht und damit ist das, ich bekomme noch ein Wasser, genau, ist das noch ein Wasser, weil ich hier den Konflikt gewonnen habe, damit ist das Ende des Spiels, der Graf Ilban Richese gewinnt mit 10 Punkten vor 7 Punkten geteilt zwischen Raban und mir, dem Prinz Rombo Vernius. Und das war eine Runde Dune Imperium mit der Erweiterung Rise of EX. Ich denke, ich hatte am Anfang, warum habe ich verloren? Grün hat alleine schon 3 Siegpunkte sich zusammengekauft. Das sind 3 Siegpunkte genau, die er Vorsprung hat, indem er das Spice gesammelt hat. Also das Kartenglück für ihn war das Spice-Sammeln, dass ihm die 3 Siegpunkte tatsächlich auch hat bringen können. Alles andere ist soweit okay gelaufen, glaube ich. Allerdings hätte man vielleicht das ein oder andere am Anfang etwas anders spielen können. Wenn ihr eine Idee habt, warum oder welcher genaue Zug oder welche 2, 3 Züge die ganz schlechten waren, schreibt es mir gerne rein. Auch ich bin ja lernfähig und willig, denn ich versuche, das Spiel so gut wie möglich zu spielen. Was aber nicht heißt, dass ich gerade im Rahmen meines Videodrehs nicht auch noch mal Dinge übersehen kann. Passiert immer wieder und dann kommt genau sowas dabei raus. Nichtsdestotrotz habe ich euch hoffentlich das Spiel mit der Erweiterung auch jetzt gut erklären können. Ich bin ehrlich, ich spiele es wie gesagt am liebsten nur noch mit Erweiterung, denn das macht das ganze Spiel noch mal etwas runder. Die Technologieplättchen geben einem dauerhafte Vorteile, die man auch nutzen kann, die wirklich was stiften, was Wertvolles bringen. Da sind auch jetzt der Hohe Rat hier und die interstellare Fracht, dieses Thema, die also bei der Mafia die Felder, das passt sehr, sehr gut ins Konzept. Auch die Schlachtschiffe gefallen mir. Das funktioniert ganz gut. Da bin ich sehr zufrieden mit. Freue mich, dass ich das Spiel habe. Und das ist nicht umsonst auch in meiner Top-10-Liste auf Platz 2 gelandet, was die Solo-Spiele angeht. Denn ihr habt es gesehen, der Solo-Modus lässt sich auch ohne App hervorragend spielen. Wir haben jetzt natürlich jetzt auch eine Weile gebraucht. Ich gucke mal, wie lange das jetzt ungefähr war. 1,5 Stunden etwa läuft die Aufnahme schon. Das heißt, mit ein paar Minuten weniger, 1,20 haben wir jetzt gebraucht vielleicht. Ich habe euch am Anfang erst eine Einleitung aufgenommen. Und ja,
So kommt es dann zu einem Endergebnis, das euch hoffentlich, zumindest was den Eindruck vom Spiel als solchem angeht, weitergebracht hat und geholfen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Kommentare da lasst. Natürlich gerne auch ein Like und ein Abo, wenn ihr das nicht schon gelassen habt. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.